So, was geht ab, meine Damen und Herren? Ich darf Sie wieder recht herzlich willkommen heißen zu einem neuen Vlog. Mit an meiner Seite ist Mr. Dadi in Kawasaki. Michi, Freunde, wir fliegen heute nach Paris, Freunde. Es geht zum Kanye West Vultures Listening Event. Bin sehr, sehr gehypt, sehr, sehr gespannt. Lasst ihr Video unbedingt liken, einen Kommentar, ein Abo da. Wir nehmen euch auf der Reise mit. Direkt geil gestartet. Wir wurden gerade wirklich 20 Minuten lang kontrolliert. Ich wurde lange nicht mehr in meinem Leben so befummelt wie eben gerade. Ich bin maximal fast geworden, weil er mich so krass befummelt hat. Kennen Sie diese Leute? Das ist 12 Uhr morgens. Es gibt wirklich so Menschen. Es gibt einfach aktiv so Menschen, die sowas machen. Und das unterstütze ich nicht. Michi ist auch seiner, aber. Nee, ich kenne ihn. We're going to Paris. By the way, Kabelkopfhörer. Beste. Schön günstig. Warum flackert das? Versprochen. Kabelkopfhörer beste, weil kosten nicht so viel, wenn du sie verlierst. Versprochen. Wichtig für meine Psyche. Wichtig für die Psyche, merkt euch das. Wichtig für die Psyche. Wagwan, bonsoir. We landed in Paris. Aramea in Paris. So, Freunde, wir sind im Hotel angekommen. Ja, was Feines, wir sind ja eh nur eine Nacht hier, deswegen ganz entspannt, top, sehr gemütlich. Hier schön mit Michi kuscheln. Ich werde so die Kissen noch zusammenrücken, dann können wir so, weißt du, haben wir ein bisschen mehr Platz. Und ja, Paris, geiles Wetter. Also, ja. Mann, es ist einfach immer schlechtes Wetter, wenn wir hier sind und ja, keine Ahnung. Hier haben wir das Bad, ganz entspannt, nichts Besonderes. Alles okay, reicht. Reicht, reicht. Würdet ihr sagen, der Gang hier ist schmaler als Edis? Das Ding ist, Freunde, wir gehen ja auf ein Listening-Event, aber ne, Michi denkt, wir gehen hier auf irgendwie Met Gala oder so, irgendeine Fashion Week. Zieht er hier einen Hintern? Vorbereitet sein, Bro. Oder auf was? Freunde, wir sind am Spekulieren, ob heute Cardi kommt. Also er wird wahrscheinlich kommen. Bin ich mal gespannt. Ich bin gespannt, wer heute alles da ist. Weil zum Beispiel in Mailand bei Set waren zum Beispiel, glaube ich, Quavo, Rich the Kid, da waren eigentlich alle so gut wie möglich. Deswegen hoffe ich, wird es heute direkt wieder so sein. Für die Stimmung, für den Vibe. Parallel kriegt ihr auch noch eine Foto-Freundin, die müsst ihr aber unten abchecken. Die kommen wahrscheinlich direkt morgen oder übermorgen online. Ich weiß noch nicht, aber ihr werdet die auch die Tage kriegen. Deswegen werdet ihr da das ganze Essen sehen und hier Main, so Kanye-Vlog, Kanye-Event, dass wir das alles zusammen genießen. Und das ist ein guter Plan, Michi? Ja, ist ein Bombenplan, ernst. Digga, kennt ihr immer diesen einen Fußballverrückten, der wirklich überall Fußball gucken muss? Die alte Liebe. SGE, Bruderherz. Wer es noch weiß, vor einem Jahr oder so, als wir hier waren, oder vor zwei Jahren, keine Ahnung, in dem Taco-Laden waren wir, das war der bodenloseste, wirklich. So Durchfall. Das war danach. Schlimm. Digga, ihr müsst mal wirklich den Vlog von damals abchecken. Der ist noch online, ganz unten auf meinem Kanal hier. Das, Bruder, das war bodenlos da drüben. Ach du Kacke, sieht das geistig aus. So, Freunde, wir waren jetzt gerade was essen und jetzt geht's endlich zur Arena. Es geht zu Kanye. Es geht zu Kanye, Freunde. Ich bin hyped. So. Arena ist ausverkauft, Freunde. 20.300 Leute werden da gleich sein. Digga, das ist insane. Ich glaube, es ist größer als in Mailand, ne? So, Freunde, da ist die Arena. Sieht geisteskrank aus, also bin sehr, sehr gehypt, Digga. Ich sag's euch, wie es ist. Geht jetzt gleich rein. Ich bin dicke gehypt. Ich sag euch, wie es ist. Das Ding ist, wir haben ihn ja schon in Rom einmal gesehen. Aber jetzt irgendwie, keine Ahnung, so, es ist halt Kanye only, so jetzt Vultures und so. Ihr wisst ja selber, ihr habt meine Reaktion gesehen wahrscheinlich. Oder ich habe das Album tot gefeiert. Und das jetzt nochmal live mit geisteskrank. Also ich bin dicke gehypt. Ich hab schon, also Bruder, dick Bock, wirklich. Ich liebe Konzerte. Nimmt das Geld in die Hand, Freunde, und geht einfach mal. Das Geld kommt zurück, die Erinnerung nicht. Ein Erlebnis fürs Leben. Genau, Bruder, Erlebnis fürs Leben, Freunde. Deswegen rein da, ich bin jetzt sehr gespannt, wir gehen rein. By the way, Shoutouts an Michi, der hat eine Amex, Freunde, ganz allein geskippt. Einfach durch die Fastlane, Bruder, das ist Amex, ist ein Cheatcode. Wie geht's, Bruder? Wirklich. Digga, und jetzt gebt euch mal bitte die Schlange für den Merch. Ja, also ich werde mir hier kein Merch holen. Auf gar keinen Fall warte ich jetzt hier und hol mir ein Merch. So musst du aussehen. This is how you have to look. Easy for resident. Wir sind in der Arena angekommen. Ach du Kacke, ist das groß. Ach du Kacke, Bruder, sieht das Geistes aus. Oh mein Gott, Bro, das kommt zu hart. Freunde, wir haben maximale Plätze, Bruder. Wir sind dick nah. Oh mein Gott. Bruder, hier sind wir, Bruder, da vorne ist erste Reihe. Ich küsse dein Herz. Wir sind hier direkt an der Stage. Geist, das ist wirklich Geistes. Digga, sind die behindert. Ich schreie jetzt slamsaftig. Wir sind Usotti, Freunde. Wir haben es eben gerade gewonnen. Sehr, sehr krass. Umso besser schmeckt jetzt auch das Konzert. Zu krass, wirklich. Wow, Freunde, ich bin dicke Buff. Danke euch vielmals, Freunde. Nicht selbstverständlich, Bruder. Upcoming Streamer of the Year. Mert hätte es genauso verdient. Ich küsse dein Herz. Shoutouts an ihn. Dankeschön, Freunde. Dankeschön für Usotti Award. Upcoming Streamer of the Year. Sehr, sehr cool, Freunde. Dankeschön. Slums up. Wir machen genauso weiter. Jan in Paris. My brother. Und Hannes, mein Zuglack. Mein Brü. Digga. Weißt du, wie lange? Bruder, wir warten hier seit einer halben Stunde. Der Wichser kommt nicht. Aber die Halle ist auch immer noch nicht voll, Bruder. Die Leute pennen. Voll leer noch, ne? Fuck voll ab, Digga. Die Leute pennen mies. Bruder, was erwartest du? Wenn Cardi nicht hier heute ist, ich fahr sauer nach Hause. Sauer. Sauer. Der Peach. Sauer. Aber du musst hören, was er macht, wenn Cardi da ist. Dann sag ich, zieh die Hose runter hier. Sitzt du schon auf die Flasche? Auf jeden Fall. Auf die Cola-Flasche wird sich gesetzt. 5 Euro. Also wir warten hier gerade aktiv seit einer Stunde. Aber gut, war auch klar, ich sag euch ehrlich. Michi Bock, ne? Ja. Und es geht los, Freunde, es geht los. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, Michi, es geht los. Oh mein Gott.
Ich hab Gänsehaut, Chat, ich hab Gänsehaut. Digga, wir haben so krasse Plätze, oh mein Gott. Digga, Chat, seht ihr den Rauch? Digga, dieser Rauch kommt zu hart, der kommt jetzt überall hin. Digga, oh mein Gott. Digga, ich bin gerade 10% nervös. Der kommt von da, Freunde. Der kommt von da, ich riech es. Ich hab's im Urin. Johannes Lambert zum Urin. Go, 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 go. Schreien sie, go, 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 und dann geht's los. Go, go, that's a bitchy animal. She rocked me like carnival. I'd have been the impossible. Go, 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 go. Es war klar, es war klar. Jetzt mit Cardi Part mal bitte. She ride a big guy, Carnival.
Konzert sauber, Michi, was sagst du? Was ich schon sagen, 10 von 10, allerdings wäre es noch geiler, wenn ihr zum Beispiel auch Cardi rauskommt. Ja, Bruder, ich sag dir ehrlich, mich juckt der Wichser eh nicht so krass. Ja, Nord war schon sehr, sehr süß, Digga, ich sag dir ehrlich. Ja, für die Stimmung, ja, aber ich muss sagen, am Ende nochmal diese Energy. Einzige Problem ist, links von uns waren so richtige so Eltern gefühlt, Bruder, die waren tot, wirklich dicke, dicke tot. Und ja, aber ey, war ein geistkrankes Ding, Real Talk, war crazy, crazy, crazy Konzert. Hat behindert Bock gemacht, also wow. Wir versuchen uns jetzt noch auf die Aftershow, mal gucken. Wenn es klappt, dann klappt es, wenn nicht, dann nicht. Wir sind in Paris und selbst da laufen die Leute mit einer Devo. Slums ab. Habibi. Ganz nach oben in die Stratosphäre. Usotti. Er ist mitge Usotti. Okay, Freunde, wir sind in die Aftershow reingekommen. Michi und ich wissen selber nicht wie. Digga, weil wir schlau waren. Weil wir schlau im Leben sind. Ich hab ihm meine Jacke gegeben. Michi hat mir seine Prada-Jacke gegeben, er hat ein Hemd an. Ich hab Kapuze reingemacht. Hier ist so, Bruder, hier wurde jeder abgewiesen gefühlt. Hier sind auch Davies und Musiala, das ist geistkrank. Also ich sag's euch, wie es ist. Wir sind hier so falsch, gell? Ich hab egal. Also wir stehen hier einfach nur rum. Das ist keine Ahnung. Ohne Mission einfach hier rein. Moin. Geil, Michi. Rock. Ja, Leute, das sind meine Flaschen. Michi sind meine. Die laufen gerade nur falsch. Das sind meine Flaschen. Komm hier. Wir haben hier noch so einen Vorderbereich, hier so entspannte Musik, entspannt chillen und so. Ja, so ist sie aufgebaut, ganz cool. So Freunde, wir sind jetzt schon weg von der Aftershow, war langweilig. Keine Ahnung, ob da jetzt noch jemand kommt oder nicht, juckt auch nicht, sag ich ehrlich. Habt einfach mal gesehen, wie das so ein bisschen so aussieht da. Ja, mal 40 Euro Eintritt pro Person, auch mutig, aber bestimmt kommen dann noch so Thai Dollar Sign, Quavo oder so, aber hier juckt dann auch nicht mehr, weil das war echt langweilig. Vor allem, wenn du halt, ne? Also deswegen habt ihr jetzt mal gesehen, Freunde. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen, Freunde. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Like, einen Kommentar, ein Abo da. Checkt auch gerne die kommende Foodtour ab, ganz wichtig. Und ja, Freunde, passt auf euch auf. Thumbs up, ich küsse euer Herzen, haut da rein. Und ciao.